Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest. Diejenigen, die eben noch nicht dabei waren, zugeschaltet von dem an, ist mir Oliver Kantem, den ich auch jetzt nochmal begrüßen darf. Herr Kantem ist mir deswegen zugeschaltet, weil eigentlich wäre Herr Schulz dran, der bereitet aber seinen Vortrag für unser Webinar am 8. Dezember abends vor, wenn Sie daran teilnehmen möchten. Das ist nicht nur Volker Schulz, da ist auch Hansa Bernecker natürlich mit dabei, da ist Carsten Müller mit dabei und auch Giuseppe Amato ist mit dabei. Also voll gespickt mit Fachwissen und wirklich sehr lohnenswert, wenn Sie sich anmelden wollen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite dazu. Aber jetzt geht es zum Schnelltest, deswegen sind Sie hier und der beginnt heute mit Amazon. Da ist die jahrelange Wachstumsstory, Olli, eventuell vorbei oder sie hat zumindest Risse bekommen. Ja, die Wachstumsstory, die ist ja schon Jahrzehnte sogar lang und mittlerweile weltgrößter Online-Händler. Einige sagen auch ein Monopolist in einigen Bereichen. Aber im ersten und im zweiten Quartal, da mussten ja Milliarden Verluste hingenommen werden. Ich glaube, so im zweiten Quartal waren es sogar so knapp 4 Milliarden Dollar. Das ist natürlich ein echter Schluck aus der Pulle. Zuvor war Amazon ja seit dem zweiten Quartal 2015 stets quartalsweise profitabel gewesen. Aber jetzt im dritten Quartal, da ist man immerhin mit 2,87 Milliarden Dollar Gewinn zurück in die schwarzen Zahlen gekommen. Der Gewinn pro Aktie war allerdings zum Vorjahr rückläufig. Von 31 Cent ist man hier auf 28 Cent gegangen. Ja, was sind die Gründe? Gründe mögen vielfältig sein. Einer davon mag sein, hier die sprachgesteuerte elektronische Assistentin Alexa, wie sie genannt wird. Die verursacht große Verluste in der Größenordnung von jährlich ca. 5 Milliarden Dollar. Und die Idee hinter Alexa ist ja, durch den günstigen Verkauf dieses Gerätes, da wollte man zunächst eine hohe Marktdurchdringung erreichen. Und dann hat man sich gedacht, dass dann über Alexa dann auch Bestellungen bei Amazon aufgegeben werden. Aber diese Erwartung, die scheint sich nicht zu bewahrheiten. Mittlerweile bestehen große Zweifel, ob Alexa überhaupt jemals profitabel werden wird. Und ja, nun hat man tatsächlich auch einen Stellenabbau angekündigt. 10.000 Mitarbeiter, die werden wohl gehen müssen. Die Zahlen sind nicht offiziell bestätigt. Man sprach nur von einer Konsolidierung, glaube ich, wie es genannt wurde. 10.000 hört sich jetzt auch viel an. Weltweit sind aber laut eigenen Angaben 1,54 Millionen Mitarbeiter für Amazon tätig. Aber ich denke, das könnte erst der Anfang einer größeren Kostensenkungswelle bei Amazon sein. Und für 2022, da erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Nettoverlust von 819 Millionen Dollar. Das gab es auch seit einigen Jahren nicht mehr, dass Amazon auf Jahresbasis rote Zahlen geschrieben hat. Ja, 2023 dürfte man dann allerdings wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Ich denke, im Aktienkurs ist jetzt bereits viel Negatives eingepreist. Der Kurs hat sich ja auch vom Top halbiert. Das ist ja immer so ungefähr so die Maßgabe, besonders bei Technologiewerten. So, die haben sich jetzt in den letzten Monaten alle mehr oder weniger mindestens halbiert, einige sogar gedrittelt. Und wenn man sich den Chart anguckt, eine Bodenbildung im Bereich um 90 Dollar herum, die scheint mir jetzt nun tatsächlich möglich zu sein. Wahrscheinlich wird sich die Aktie noch etwas länger schwer tun, aber mittelfristig dürfte Amazon seinen Wachstumskurs, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik, weiter fortsetzen können. Und das aktuelle Kursniveau, das kann deshalb zum Kauf einer Einstiegsposition genutzt werden, aber weitere Käufe eilen auch nicht. Da muss man auch ein bisschen Geduld jetzt noch erstmal mitbringen. Und wenn Sie sich übrigens fragen, mit welchem Kugelschreiber ich hier immer arbeite, das ist ein Kugelschreiber mit der Gravur der Originalunterschrift von Hans A. Bernecker. Ein mit Sicherheit besonderes Geschenk für jeden Börsianer. Sie sehen es auch gerade eingeblendet im Bild. Wenn Sie dazu weitere Informationen haben möchten oder den sogar auch bestellen möchten, können Sie das gerne über unsere Seite www.bernecker.info. Oben links in den Kästchen ist der Kugelschreiber auf Seite 2 oder Seite 3 dann zu sehen. Aber jetzt kommen wir zu den Autos und da fangen wir an, Olli, mit der Volkswagen. Genau, wir haben ja Probleme durch die China-Lockdowns, haben wir ja im ersten Teil der Sendung schon angesprochen, diese Thematik. Und da gibt es jetzt immer mehr Corona-Lockdowns und das behindert mittlerweile auch massiv die
Produktion in den Autowerken, die in China angesiedelt sind. Auch VW hat da ja mehrere Werke. Und ein Werk musste sogar zunächst komplett stillgelegt werden. In einem anderen ist man nur wirklich mit gedämpftem Tempo kann man da überhaupt produzieren und nur eingeschränkt dann. Ja, was sind die Gründe dafür? Ja, neben den Lockdown-Maßnahmen auch Engpässe bei der Teileversorgung sind dafür verantwortlich. Aber auch alle anderen großen Autounternehmen haben in China dieselben Probleme, so dass VW daraus zumindest kein Wettbewerbsnachteil entsteht. Und VW hat ja bereits die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Der Aktienkurs, der hat auch deutlich nachgegeben, konnte sich aber in den letzten Tagen schon wieder ein gutes Stück erholen. Wir sehen, das ist so fast bis an die obere Begrenzungslinie dieses Abwärtstrends rangelaufen. Für mich bleibt mittelfristig gesehen die Aktie weiterhin klarer Kauf. Wir haben eine sensationell niedrige Bewertung mit KGV von 4. Dazu eine Dividendenrendite von 6,3%. Und was man nicht vergessen darf, zusätzliche Musik in die Kursentwicklung könnte in den kommenden Monaten auch der geplante Börsengang von Lamborghini bringen. Wir haben ja gesehen, Ferrari wäre sehr erfolgreich, Porsche war sehr erfolgreich und Lamborghini ist ja auch eine Konzerntochter von VW. Und da hatte man jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen angekündigt, dass man da auch über den Börsengang von Lamborghini nachdenkt. Ich denke, das könnte dann auch nochmal den Kurs von VW etwas auf die Beine helfen. Du hast es gerade erwähnt, der Börsengang von Porsche im September war ein Erfolg. Ich glaube, 30% sind wir ungefähr im Plus seitdem. Die nächste Aktie auf deinem Zettel ist die Porsche, die du dir angeschaut hast. Genau, Porsche ist ja jetzt sogar ein DAX-Kandidat und Anfang nächster Woche, da überprüft ja die Indexkommission der Deutschen Börse AG die DAX-Zusammensetzung und Porsche hat gute Chancen, nach den Fast-Entry-Regeln in den DAX aufgenommen zu werden. Abstiegskandidat wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit Puma und Porsche wäre dann, wenn man dann in den DAX aufsteigt, dann auch mit Wirkung ab dem 19. Dezember dann ein DAX-Wert und unmittelbaren Kurseinfluss wird das aber vermutlich nicht mehr haben. Ich denke, da haben mittlerweile auch schon einige vorgekauft und wir haben es bisher häufig gesehen, wenn dann die Meldung kommt, der und der Wert wird in den und den Index aufgenommen, dann gibt es eher Gewinnmitnahmen, als dass das dann zu weiteren Kurssteigerungen führt. Denn wenn man sich das mal anschaut, der Markt scheint ja die DAX-Aufnahme von Porsche auch schon antizipiert zu haben. Ich denke, das hat vermutlich auch Mitte November sich in dem neuen Allzeithoch von 112,15 Euro niedergeschlagen. Seitdem zwar wieder ein bisschen rückläufig gewesen, aber wir sehen schon einen gewissen Aufwärtsdruck bei der Aktie in den letzten Wochen. Und ich denke, da war die möglicherweise anstehende DAX-Aufnahme auch mit ein Grund dafür. Ja, trotz der bisherigen Kursperformance ist die Aktie im Vergleich mit anderen Sportwagenherstellern immer noch nicht zu teuer. Das Kurspotenzial auf Sicht von 12 bis 18 Monaten, das dürfte so bei 125, vielleicht sogar 130 Euro liegen. Ich würde jetzt allerdings nicht in steigende Kurse reinkaufen, sondern eher auch mal wieder schwächere Tage abwarten. Also so die Kaufbasis würde ich momentan so bei 102, 103 Euro sehen. Der nächste Wert, der plant, baut und betreibt Solarkraftwerke, 7C Solarparken. Genau, 7C Solarparken, hatten wir hier an dieser Stelle auch schon in den letzten Monaten häufiger drüber gesprochen. Man zeigt stetiges Wachstum, man ist nachhaltig profitabel, auch wenn das Gewinnwachstum nicht unbedingt spektakulär ist. Dafür arbeitet man mit sehr komfortablen Gewinnmargen. EBIT-Marge ist so im Bereich zwischen 31% und 42%. 7C profitiert von den deutlich gestiegenen Strompreisen, aber auch von guten Witterungsverhältnissen und einer erheblichen Zunahme der Kapazitäten. So ist zum Beispiel die Stromproduktion um 31% gestiegen. Ja, und auch die Neunmonatszahlen, die waren sehr erfreulich. Das EBITDA ist um 59% gestiegen. Es gab jetzt auch eine weitere Prognoseanhebung und beim EBITDA, da sieht man jetzt einen Wert von rund 70 Millionen Euro. Bisher hatte man ja gerade mal 61,8 Millionen Euro avisiert und auch die Prognose für den Cashflow je Aktie, die hat man angehoben. Jetzt sieht man da 70 Cent anstatt wie bisher 67 Cent pro Aktie. Ja, bewertungsmäßig ist die Aktie günstig. Jetzt nicht unbedingt vom KGV her, aber
vor allem was das Kurs-Cashflow-Verhältnis angeht. Also generell unterbewertet, auch wenn natürlich das aktuelle Strompreisniveau langfristig nicht haltbar sein wird. Ja, und wenn man sich die Analystenstimmen mal anguckt, Warburg zum Beispiel sieht ein Kursziel von 6,10 Euro. Jetzt sind wir ja so ungefähr bei 4,50 Euro. Wäre also ein schönes Aufwärtspotenzial, zumal wir ja auch eine deutliche Korrektur hinter uns haben und jetzt auch eine Bodenbildungsphase sehen. Für mich bleibt die Aktie auch auf dem aktuellen Kursniveau ein Kauf. Und jetzt kommen wir zu der Rubrik Zuschauerwünsche oder Zuschauerfragen. Das sind Aktien, die Sie unter dem Video immer wieder eintragen und vorschlagen zur Analyse von Herrn Kantim oder Herrn Schulz. Hierzu vielleicht noch ein kleiner Tipp an Sie. Herr Schulz bzw. Herr Kantim guckt vornehmlich auch auf die Likes, also wie oft eine Frage geliked wird, ob die Aktie besonders interessant ist oder nicht. Und vielleicht kann man da auch nochmal, wenn man da durchgeht, den einen oder anderen Wert liken, wenn man den selber gerne auch analysiert haben wollte. Liken kann man natürlich auch das Video, aber das ist nur ein kleiner Hinweis am Rande. Wir fangen an mit dem ersten Zuschauerwunsch, das ist die Brenntag, Olli. Ja, das ist ein Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das Unternehmen ist bereits 1874 gegründet worden und seit 2010 börsennotiert. Die Aktie ist mit einem KGV von 11 günstig bewertet. Dazu gibt es eine Dividendenrendite von 3,1%, nicht zu verachten also. Ja, und als Chemiehändler und Distributeur ist man deutlich weniger preis- und konjunktursensibel wie Chemiehersteller und deren Kunden. Dennoch gab es zuletzt deutliche Kursverluste bei der Aktie, wie ja so fast bei allen Aktien eigentlich. Was da eine Rolle gespielt haben dürfte, ist auch das milliardenschwere Übernahmevorhaben in den USA. Man will ja das Unternehmen Univa kaufen. Die machen ca. 11,5 Milliarden Dollar Umsatz und werden an der Börse mit ungefähr 5,3 Milliarden Dollar bewertet. Und das Problem ist, eine solche Übernahme kann man nicht aus dem Cashflow und auch nicht aus der Nettoliquidität finanzieren. Und jetzt gibt es also Sorgen, wie man halt diese Übernahme finanzieren mag. Und da machen sich natürlich Sorgen vor einer Kapitalerhöhung breit. Und das hat den Kurs jetzt in der allerjüngsten Vergangenheit nochmal deutlich unter Druck gebracht. Dennoch ist die Akquisition strategisch sinnvoll, denn dadurch kann man den Weltmarktanteil von 5% auf 8% steigern. Ist zwar immer noch nicht unbedingt wahnsinnig viel, aber darin schlägt sich halt auch nieder, dass der Markt, was die Chemiedistribution angeht, sehr fragmentiert ist. Und da machen 3% Marktanteil mehr natürlich schon eine ganze Menge aus. Also strategisch höchst sinnvoll. Jetzt kommt es natürlich an auf die Kondition der Kapitalerhöhung, sofern denn eine kommen sollte. Aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass eine kommt. Und ich denke, mittel- bis langfristig dürfte der jüngste Kursabschwung eher mehr Chancen als Risiken bieten. Und jetzt haben wir einen Halbleiterhersteller aus den USA, der Produkte für Analog- und Digitaltechnik sowie Mixed Signal und Optoelektronik herstellt. Wir sprechen von der Broadcom. Ja, Broadcom ist ein Halbleiterhersteller aus den USA und die Produkte, die kommen unter anderem in Mobiltelefonen, in WLAN- und LAN-Netzwerken sowie in Kabel- und Satellitenmodems zur Anwendung. Es gibt aber auch noch einige Anwendungsmöglichkeiten mehr. Und Broadcom wächst dynamisch, auch bei hoher Profitabilität. Hier haben wir EBIT-Margen zwischen 53% und 61%. Das sind wirklich dann die überdurchschnittlich hohen Margen, die dann auch eine überdurchschnittlich hohe Bewertung dann auch wieder was relativieren. Wir hatten da im ersten Teil schon drüber gesprochen. Ja, der Kurs hat in den vergangenen Monaten wie alle Technologiewerte deutlich korrigiert. Aber im Vergleich sind die Verluste bei Broadcom verhältnismäßig glimpflich geblieben. Zuletzt ist der Kurs wieder deutlich angestiegen, weil Warren Buffett ja bei Taiwan Semiconductor eingestiegen ist. Und das hat die ganze Halbleiterbranche befeuert. Das heißt, sämtliche Halbleiterwerte haben freundlich tendiert. Und ja, ein Fragezeichen steht allerdings hinter der Übernahme von VMware, 61 Milliarden Dollar teuer. Ja, strategisch eigentlich ein sinnvolles Vorhaben, weil die Produktportfolios größtenteils komplementär sind.
Es könnte allerdings Gegenwind seitens der Wettbewerbsbehörden geben, sowohl die EU-Kommission als auch die US-Wettbewerbsbehörde, die schauen sich das jetzt an. Ich denke aber, dass der Deal insgesamt durchgehen wird. Vielleicht wird man den einen oder anderen Teilbereich verkaufen müssen, aber insgesamt glaube ich schon, dass der Deal zustande kommen wird. Ich denke auch, die Übernahme wäre trotz des hohen Volumens gut zu stemmen, da sie nicht komplett in bar abgewickelt wird, sondern teils in Aktien und teils in bar. Und zudem ist ja Broadcom auch ein wahres Cashflow-Monster. Also der freie Cashflow für 2022, der wird taxiert auf 16,7 Milliarden Dollar. Und auch in den vergangenen Jahren hat man stets zweistellige Milliardenbeträge beim freien Cashflow generiert. Also da generiert man schon einiges an Liquidität, um solche Übernahmevorhaben stemmen zu können. Die Bewertung, die ist im Branchenvergleich mit dem KGV 19 eher günstig und relativiert sich auch, ich habe es gerade schon angesprochen, durch die sehr, sehr hohe Profitabilität. Und der seit Jahresbeginn gültige Abwärtstrend, der ist zwar jetzt geknackt worden, aber vielleicht noch nicht so ganz überzeugend gebrochen worden. Die Marke von 415 Dollar, die dürfte aber das Tief gewesen sein. Und meines Erachtens können Kurse unter 500 Dollar für einen ersten Kauf genutzt werden. Und dann kann man vielleicht nochmal ein Nachkauflimit bei 465 Dollar platzieren. Der dritte Zuschauervorschlag, den du ausgewählt hast, das ist die Nummer 1 bei Cloud Security. Haben explosives Wachstum hingelegt, haben aber auch eine sehr hohe Bewertung. CrowdStrike. Ja, ist so der Liebling in diesem Jahr gewesen, dann allerdings auch deutlich abgestürzt. Unterm Strich ist man trotz des dynamischen Wachstums weiterhin nachhaltig in den roten Zahlen. Der Kurs hat sich vom Allzeithoch knapp gedrittelt. Und erst am Mittwoch dieser Woche, also gestern, ging es wieder 20% abwärts. Was ist passiert? CrowdStrike hat die Prognose gesenkt. Obwohl eigentlich die Zahlen zum dritten Quartal ganz gut ausgesehen haben. Der Umsatz ist um 53% gestiegen, beziehungsweise die Subskription, muss man sagen. Allerdings im Vorquartal, da war noch eine deutlich größere Steigerung mit 58% erzielt worden. Und das ist auch eins der Probleme, denn über die vergangenen Quartale ist eine stetige Verringerung der Wachstumsdynamik festzustellen gewesen. Und zudem ist jetzt CrowdStrike im dritten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Dennoch hat man die eigenen Prognosen übertroffen. Die Umsatzprognose für das jetzt laufende vierte Quartal, die hat jedoch die Erwartung des Marktes verfehlt. Und man ruft jetzt 619,1 Millionen Dollar bis 628,2 Millionen Dollar aus. Und dem standen eine Markterwartung von 634,2 Millionen Dollar gegenüber. Die Begründung für die Prognosesenkung, die Auftragseingänge schwächen sich ab und der konjunkturelle Gegenwind wird stärker. Mir bleibt die Aktie auch trotz des bisherigen Kursdesasters und der Kursdrittelung weiterhin zu teuer. Wir hatten ja Ende Juni an dieser Stelle CrowdStrike schon mal besprochen und da hatte ich bei einem Kurs von 165 Dollar die Aktie als zu teuer eingestuft. Jetzt momentan sind wir ja so bei 117 Dollar. Zudem hatte ich damals gesagt, dass ich erst wieder bei Kursen unter 100 Dollar näher hinsehen würde, wieder bei der Aktie. Ja, da sind wir jetzt nicht mehr besonders weit von entfernt von diesem Kursniveau. Ich würde aber bestenfalls, wenn wir tatsächlich dann die 100 Dollar unterschreiten sollten, bestenfalls eine kleine Einstiegsposition ins Depot nehmen und dann auf jeden Fall noch einen eventuellen Nachkauf ins Auge fassen. Da würde ich dann ungefähr eine Marke von 80, 85 Dollar ins Auge fassen für diesen Nachkauf. Generell muss man aber auch sagen, die Aktie ist weiterhin nur für risikobereite Anleger geeignet und es sind nicht nur gute Nerven, sondern auch Zeit gefragt. Und selbst wenn der Kurs einen Boden finden sollte, ist die sofortige Wiederaufnahme eines Aufwärtstrends zunächst eher unwahrscheinlich. Und zu guter Letzt für heute hast du dir von unserem Aktionärsbriefboard ein Biopharmaunternehmen aus den USA ausgesucht, was du dir angeschaut hast. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Humanigen. Ja, das ist ein Biopharmaunternehmen aus den USA. Hatten wir im Sommer mal im Aktionärsbrief vorgestellt. Da ging es halt um
Kandidaten, für die Wirkstoffkandidaten herstellen gegen Corona-Infektion oder schwere Corona-Infektionen, die dann lebensbedrohlich sind. Und Humanigen entwickelt ein immunologisches und immunonkologisches Portfolio an monoklonalen Antikörpern, wie es so toll heißt. Und bisher macht man so gut wie keine Umsätze. Man ist also in der Forschungsphase, in der klinischen Forschungsphase für verschiedene Wirkstoffkandidaten. Und der Hoffnungsträger war der Wirkstoffkandidat Lenzilumab für eine innovative Bekämpfungsart einer Covid-19-Infektion. Und der Ansatzpunkt, der war der Zytokinsturm, der ja schon mal ausgelöst wurde, wird durch so eine Covid-19-Infektion. Und darunter versteht man ein Überschießen der Immunreaktion auf die Infektion. Und die Auswirkungen eines solchen Zytokinsturms, die sind oftmals gefährlicher als die eigentlichen Auswirkungen der grundlegenden Infektion. Und da hat man angesetzt und man hatte auch im Sommer für Lenzilumab schon bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung beantragt. Allerdings schon Mitte Juli gab es dann einen Kursabsturz von 80% und Ursachen waren klinische Forschungsergebnisse, die nicht sehr gut ausgefallen sind. Ja, nach denen hat nämlich Lenzilumab bei Covid-19-Patienten keine statistisch signifikante Verbesserung des Krankheitsbildes erbracht. Und damit ist also dieser Wirkstoffkandidat Lenzilumab durchgefallen. Und wir hatten die Aktie im Aktionärsbrief Anfang Juli für risikoaffine Anleger zum Kauf empfohlen, hatten seinerzeit allerdings auch nicht nur auf die hohen Chancen, sondern auch auf die sehr hohen Risiken hingewiesen. Und diese hohen Risiken sind nun leider eingetroffen, was aber in diesem Geschäft eigentlich eher die Regel als die Ausnahme ist. Und ja, mittlerweile ist die Aktie ein Penny-Stock, gerade mal bei 14 Cent wird sie gehandelt. Also investiertes Kapital in diese Aktie ist derzeit totes Kapital. Ob es ein Comeback mit anderen Wirkstoffkandidaten geben wird, ist derzeit fraglich. Und eine Kaufempfehlung ist die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Gesamtsendung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Verabschiede mich mit den besten Wünschen zum Wochenende und immer ein glückliches Händchen an der Börse. Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantem und Walter Thyssen. Vielen Dank.